Ja, und das ist eine neue Rubrik bei uns. Wir sprechen mit den Bürgermeistern bei uns im Ronn-Gebiet. Wie gehen Sie mit der... Das fragen wir jetzt den Bürgermeister von Weinheim, nämlich Manuel Just. Schönen guten Abend, Herr Just, nach Weinheim. Ja, wie geht's Ihnen denn? Wie geht's Ihrer Stadt? Wie erleben Sie Weinheim in diesen Tagen? Ja, schönen guten Abend, liebe Frau Beinker. Zunächst einmal ist es mir eine Ehre, dass ich heute bei Ihnen in der Sendung zu Gast sein darf. Ja, wie geht es mir persönlich? Wie geht es den Weinheimerinnen und Weinheimern? Ich glaube, die Frage ist leicht zu beantworten. Natürlich geht es uns genauso wie den anderen Mitbürgerinnen und Mitbürgern im gesamten Bundesgebiet. Wir erfahren dieser Tage Herausforderungen, ja, man kann sagen, eigentlich Einschränkungen, wie sie unser Leben aktuell zum ersten Mal kennenlernt. Und insoweit ist es natürlich nicht ganz leicht. Und das ist natürlich in diesen Tagen vielleicht dahingehend auch nochmal besonders. Es steht das Osterfest vor der Tür. Das Wetter ist hervorragend und es drängt förmlich jeden nach draußen, um das Leben zu genießen. Und dann muss man diese Einschränkungen über sich ergehen lassen. Zuletzt hieß es, es gibt 95 Fälle von Covid-19-Patienten, von Infizierten bei Ihnen in Weinheim. Wie ist da der aktuelle Stand, Herr Just? Ja, die aktuellen Zahlen, die mir seit heute Mittag vorliegen, sind leicht angestiegen. Das heißt, wir sprechen heute Abend von 97 Fällen. Erfreulich ist an dieser Stelle der Umstand, dass von diesen 97 zwischenzeitlich 46 als geheilt angesehen werden können. Und ich glaube, was vielleicht noch sehr viel erfreulicher ist, gerade mit Blick auf die zurückliegenden Tage, ist die Tatsache und der Umstand, dass die Menschen auch tatsächlich verantwortungsbewusst mit dieser Herausforderung umgehen. Das heißt, im Trend der letzten Tage, im Trend der letzten Wochen haben wir eine rückläufige Quote der Neuinfizierten. Das heißt, wir liegen, wenn man so will, an der Stelle durchaus ein Stück weit im Bundestrend. Und ein zweites Indiz, dass die Menschen verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen, ist, dass wir am zurückliegenden Wochenende auch tatsächlich nur 7 Ordnungswidrigkeiten zu verzeichnen haben, die die Polizei aufnehmen musste. Momentan ist es ja auch ganz wichtig für Sie als Bürgermeister, als kommunale Verwaltung auch Unterstützung, Hilfeleistungen zu geben. Wie nah sind Sie denn dran? Wie können Sie auch in solchen Zeiten helfen? Ja, es ist in der Tat eine große Herausforderung und wir haben an dieser Stelle natürlich insbesondere das gesamte Gewerbe im Blick, sei es von der Gastronomie, aber natürlich auch jedem einzelnen Einzelhändler, der aktuell davon betroffen ist. Das ist dieser Tage auch gerade für uns verwaltungsintern, man kann sagen, mit die größte Herausforderung. Das heißt, welche Dienstleistungen dürfen angeboten werden und welche nicht? Das ist in der Praxis mitunter nicht immer ganz rund, das muss man fairerweise sagen und ist natürlich auch auf den Umstand zurückzuführen, dass gerade die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, ja man kann sagen, mit heißer Nadel gestrickt wurde. Ich mache das an einem Beispiel fest. Jetzt gibt es beispielsweise Cafés, die dürfen keinen Kuchen mehr verkaufen, aber in gleichem Atemzug ist vielleicht über die Straße oder direkt neben ihnen eine Bäckerei, eine Konditorei in Betrieb und die darf weiterhin den Kuchen ja, verkaufen, veräußern. Und dass dies natürlich zu Unstimmigkeiten führt, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Und das zu managen und mit Blick in die Zukunft natürlich auch ja, im besten Fall Existenzhilfen zu gewährleisten, darin stecken im Moment die großen Herausforderungen. Für diese Herausforderung wünschen wir Ihnen alles Gute, Herr Just. Vielen Dank Ihnen, alles Gute und auch allen Weinheimern. Dankeschön.